Was ich heute tun möchte, ist, an euer inneres Selbst zu appellieren, an eure höheren Werte, euren gesunden Menschenverstand. Und ich werde euch mehrere Videos über soziale Konditionierung und die Gefahr, die sie darstellt, zeigen. Ich werde mit diesem beginnen. Wir führten ein Experiment mit versteckter Kamera durch, um zu sehen, ob diese Frau beim Ertönen dieses Tons aufstehen würde, nur weil alle anderen es tun. Vielleicht denken sie, sie würden nie mitmachen, oder würden sie es? Nach nur drei Tönen und ohne zu wissen, warum sie es tut, passt sich diese Frau jetzt perfekt an die Gruppe an. Aber was passiert, wenn wir die Gruppe wegnehmen? Okay, jetzt ist sie allein. Die Menge ist weg und niemand beobachtet sie, außer unseren versteckten Kameras. Was glauben Sie, was sie tun wird? Sie hält sich jetzt an die Regeln der Gruppe, ohne dass sie überhaupt da ist. Beobachten Sie nun, was passiert, wenn wir einen weiteren Außenseiter einbringen, der die Regeln nicht kennt. Warum stehen Sie auf? Jeder hat es getan, also dachte ich, ich sollte es tun. Wird sie dem Neuen beibringen, was er zu tun hat? Wir ließen die Kameras laufen, als weitere ahnungslose Patienten eintrafen. Und langsam, aber sicher ist das, was für diese Frau als zufällige Regel begann, nun für alle in diesem Wartezimmer zur gesellschaftlichen Norm geworden. Aufstehen beim Ertönen eines Tons. Und die erste Gruppe waren alle Schauspieler, bis auf diese eine Frau. Und sie haben sie trainiert, obwohl es keinen Sinn macht, obwohl sich noch nicht einmal jemand die Mühe gemacht hat, ihnen zu sagen, warum sie beim Ertönen dieses Tons aufstehen. Und so tat sie es. Sie tat es, weil sie keine Außenseiterin sein wollte. Sie wollte kein Problem sein. Sie wollte nett sein. Sie wollte sich der Kultur, die sie umgab, anpassen, richtig? Aber das Erstaunliche an diesem Video war, dass sie die nächste Generation von Menschen trainierte, von denen keiner Schauspieler war. Also wurde diese unsinnige Zeitverschwendung, pavlovsche Hunde, buchstäbliches Training wie bei einem Zirkustier weitergegeben. An Leute, die ursprünglich gar nicht an dem Experiment beteiligt waren. Und wenn man Masken trägt, nur um nett zu sein, nur um mitzumachen wie die Frau in dem Video, dann trainiert man alle. Man trainiert die nächste Generation und damit auch die Kontrolleure. Diejenigen, die all diese Experimente kennen und die menschliche Natur verstehen. Denn es ist seit 70, 80, 100 Jahren ihr ganzer Job, die menschliche Natur zu studieren. Sie werden auf euch zählen, um die nächste Generation zu trainieren. Es wird nicht einmal mehr ein Gesetz oder eine Regel geben müssen. Es ist einfach das, was Menschen tun. Wir tragen einfach Masken aus irgendeinem Grund. Wir bekommen die Gesichter der anderen nicht zu sehen. Wir kommen nicht dazu, gesunde Luft zu atmen. Wir schmoren in unseren eigenen Säften. Wir gefährden unser Immunsystem. Ihr seht, warum sie diesbezüglich keine wirklichen Gesetze einführen. Das brauchen sie nicht. Ihr werdet die nächste Generation trainieren. Und vielleicht sagst du dir selbst, nein, nein, hör zu, es gibt einen bösen Virus und die Menschen haben ein Recht darauf, davor sicher zu sein. Vielleicht denkt man so in einer kollektivierten Schwarmgeisteshaltung. Sie denken sich, naja, weißt du, ich weiß nicht, was ich glauben soll, also lieber Vorsicht statt Nachsicht. Außerdem ist das für mich wirklich keine große Sache. Ich werde einfach diese Maske aufsetzen, wenn ich in den Laden renne. Auf diese Weise muss ich mich mit niemandem streiten. Auf diese Weise haben die Leute, die wirklich Angst haben, keine Angst vor mir. Bla bla bla. Das sagen sie sich selbst. Ich weiß. Aber was ist mit den Menschen, die keine Angst haben? Den Menschen, die die Fakten kennen? Werden wir in dieser Gesellschaft nicht abgeschüttelt? Werden wir einfach alles ändern, was wir tun, um den Menschen zu gefallen, die Angst vor XYZ haben?
Wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Was werdet ihr noch für Menschen tun, die Angst haben? Sie haben uns bereits durch unzählige Mittel darauf konditioniert. Zigaretten zum Beispiel. Leute haben dafür einen blinden Fleck, aber vor Zigarettenrauch muss man sich nicht so verrückt fürchten. Die größte Sache jedoch, die uns meiner Meinung nach auf diese Maskensache vorbereitet hat, war die Erdnussallergie. Irgendwie haben wir alles auf den Kopf gestellt. Wenn du ein Kind hast, das allergisch gegen Erdnüsse ist, musst du ihm beibringen, wie man das vermeidet. Wir können nicht die ganze Gesellschaft dazu bringen, ihre Gewohnheiten wegen deiner Schwäche zu ändern. Andernfalls müssten wir das für alle tun. Übrigens, warum tun wir das nicht für alle? Was ist mit Menschen, die Angst vor Hunden haben? Warum haben wir Hunde nicht verboten? Ich könnte noch weitergehen und eine große Liste all der Dinge aufstellen, vor denen sich die Menschen fürchten. Aber wir verbieten sie nicht. Ich meine, anscheinend gibt es Menschen, die sich vor Ballons fürchten. Es gibt Tonnen von Menschen, die eine PTBS haben. Und doch haben wir noch Feuerwerk. Wir verbieten es nicht. Wir bitten die Menschen individuell, mit ihrer Schwäche zurechtzukommen, mit ihrer Krankheit zurechtzukommen, mit ihrer Angst zurechtzukommen. Das ist, was wir tun. Aber diese Umkehrung jetzt. Sie haben alle gesunden, starken Menschen die Bürde auferlegt, sich um der ängstlichen Willen, um der Kranken Willen, tatsächlich selbst einzuschränken. Das ist falsch. Und darauf kann man unmöglich eine erfolgreiche Gesellschaft aufbauen. Aber man sagt sich selbst, vielleicht haben die Ärzte recht. Ich meine, dass sicherlich all diese Ärzte, da draußen gibt es diesen wissenschaftlichen Konsens über Masken von all den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens überall. Nun, ich möchte euch jetzt ein weiteres Video zeigen, das ernster ist als das erste. Es ist ernster. Und ich werde über die Gründe sprechen, wenn wir zurückkommen. Es handelt sich um eine kleine winzige Darstellung von etwas, das man das Ash-Experiment in Konformität nennt. Ihr müsst euch das ansehen. Das Ash-Experiment ist eine der ältesten und populärsten Forschungsarbeiten der Psychologie. Einem Freiwilligen wird mitgeteilt, dass er an einem Test zur visuellen Wahrnehmung teilnimmt. Was er nicht weiß, ist, dass die anderen Teilnehmer Schauspieler sind und dass er die einzige Person ist, die an dem wirklichen Test teilnimmt, bei dem es eigentlich um Gruppenkonformität geht. Das Experiment, an dem Sie heute teilnehmen werden, beinhaltet die Wahrnehmung der Linienlänge. Ihre Aufgabe wird einfach darin bestehen, die Linie hier links anzuschauen und anzugeben, welche der drei Linien auf der rechten Seite gleich lang ist. Den Schauspielern wurde gesagt, sie sollten die falschen Zeilen zuordnen. Der Freiwillige wird überwacht, um zu sehen, ob er die richtige Antwort gibt oder ob er sich der Meinung der Gruppe anschließt und die falsche Antwort gibt. Im ersten Test ist die richtige Antwort 2. 1. 1. 1. Zwei. Eins. Noch einmal, die korrekte Antwort ist die 2. 3. 3. Das Ash-Experiment wurde viele Male wiederholt und die Ergebnisse wurden immer wieder bestätigt. Wir werden uns der Gruppe anpassen. Wir sind sehr soziale Wesen. Wir sind uns sehr bewusst, was die Menschen um uns herum denken. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen nicht so angesehen werden, dass wir das Boot ins Wanken bringen. Also werden wir uns der Gruppe anschließen. Selbst wenn wir nicht glauben, was die Leute sagen, werden wir trotzdem mitmachen. Eins, 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 eins. Die Gruppendynamik ist eine der mächtigsten Kräfte in der menschlichen Psychologie. Seht ihr, wie einfach es war, den Außenseiter dazu zu bringen, sich der Gruppe anzuschließen, die sich offensichtlich irrt? Nun, es gibt längere Versionen dieses Videos über das Ash-Experiment, in denen gezeigt wird, dass, wenn nur eine andere Person sich weigert, die falsche Antwort in diesem Linienlängen-Experiment zu sagen, als die Person, an der experimentiert wurde, sie auch die richtige Antwort sagen wird. Und sie wissen offensichtlich die richtige Antwort. Es ist die Länge der Linien. Ihr habt es selbst gesehen. Es ist lächerlich, dass irgendjemand die falsche Antwort geben würde unter diesen Umständen. Denkt ihr nicht auch?
Aber so stark ist der soziale Druck. So stark ist unser Drang, unsere Gruppe zu bestätigen. Und so sagt man sich, wenn man auf die Massen um sich herum schaut und die Anzahl zählt, oh, dann sollte ich mir wohl einfach eine Maske aufsetzen und alle gesundheitlichen Folgen davon riskieren. Und die Gesellschaft mehr oder weniger zusammenbrechen lassen. Und denkt an eine gesamte Zukunft für meine eigenen Kinder, in der sie diese Dinger für immer im Gesicht tragen müssen. Weil ich einfach nicht derjenige sein will, der tut, was richtig ist. Der die richtige Antwort sagt. Ich meine, bitte. Bitte überwindet das. Die andere Sache an diesem Ash-Experiment, auf die ich hinweisen möchte, ist, wie wissen wir, wenn das so wahr ist, wenn soziale Konformität, wenn Druck wie dieser so gut funktioniert, stellt euch vor, in den klimawissenschaftlichen Labors. Stellt euch vor, ihr habt einen Tyrannenboss, der von jemandem beim Weltwirtschaftsforum oder bei den Vereinten Nationen angesprochen wurde, der den Great Reset oder die Agenda 2030 einbringen will. Und sie haben den Chef und vielleicht einen deiner Kollegen bestochen. Jetzt bist du 2-1 in der Unterzahl. Wenn sie also diese verrückte Wissenschaft zu dir bringen und darauf bestehen, dass sie richtig ist, aber du schaust sie an und sagst dir, ich glaube nicht, es sieht für mich nicht richtig aus. Hättest du den Mut, dich gegen sie zu stellen? Im Ash-Experiment, wo es ganz offensichtlich war, welche Linie welcher Zahl entsprach, hatten diese Leute nicht den Mumm, die Wahrheit zu sagen. Betrachten wir nun alle wissenschaftlichen Labors, betrachten wir die Covid-Labors, betrachten wir die Covid-Test-Labors, betrachten wir die Politiker, betrachten wir die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, betrachten wir die Polizei. Willst du der Typ sein, der nicht sagt, was richtig ist? Und die Masken sind genau das Gleiche. Ihr seht, wie in den Städten, wo es nicht notwendig ist, eine Maske zu tragen, einfach empfohlen wird, eine Maske zu tragen. Was passierte war, dass die Leute es anfangs nicht wirklich taten. Aber je mehr Leute es taten, desto mehr schlossen sich an, weil der soziale Druck natürlich zunahm. Diese beiden Dinge haben scheinbar nichts miteinander zu tun. Ich glaube nicht, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Ich weiß nicht, wie wir sicher sein können, dass die Konsenswissenschaften nicht dasselbe sind wie die Masken, nicht dasselbe sind wie das Ash-Experiment oder das Experiment mit der Frau, die beim Ton in der Arztpraxis aufsteht. Ich glaube, es ist die gleiche Sache. Wenn ich also Leute sehe, die Masken tragen, von denen ich weiß, dass sie nur Masken tragen, weil, ach naja, es ist keine große Sache für mich, eine Maske aufzusetzen. Und dann ist es für mich einfacher, weil mich niemand komisch ansieht. Außerdem kann ich diese praktische Ausrede gebrauchen, dass ich anderen Menschen dabei helfe, mit ihrer eigenen Angst umzugehen. Ihr baut eine ganze Gesellschaft auf, die auf Feigheit und Lügen basiert. Und was glaubt ihr, wie es euren Kindern in einer solchen Welt ergehen wird? Und wenn ich recht habe, dass in wissenschaftlichen Labors und akademischen Kreisen und in Gesundheitsämtern, wenn ich recht habe, dass nur ein paar Rüpel den Kurs der Konsenswissenschaft ändern können, so wie sie es im Ash-Experiment getan haben, dann müssen wir uns vielleicht genau ansehen, was das für eine ganze Reihe von Dingen bedeutet. Wie zum Beispiel bei den Impfstoffen. Wie zum Beispiel bei den Impfstoffen. Wir sehen, wie gut Mobbing funktioniert. Glaubt ihr, dass es in den wissenschaftlichen Labors kein Mobbing gibt? Diese Frage muss man sich stellen. In Ordnung. Ich will damit enden, indem ich das hier umdrehe. Ich möchte, dass ihr Leute, die ihr Masken tragt und einfach mitmacht, um miteinander auszukommen, weil ihr denkt, dass es sich irgendwie umkehren wird, ohne dass ihr es auch nur versucht. Wie auf magische Weise werden sie die Maskenpflicht aufheben, wenn ihr sie einfach weiter tragt. Nein, es liegt in deiner Verantwortung.
Du nimmst die Maske ab, okay? Jeder von uns nimmt die Masken ab. Deshalb möchte ich euch dieses Video überlassen, um euch zu zeigen, wie das geschehen kann. Wenn ihr viel über Führung und die Entstehung einer Bewegung gelernt habt, dann lasst uns zuschauen, wie eine Bewegung in weniger als 3 Minuten von Anfang bis Ende abläuft und einige Lektionen sezieren. Zunächst braucht ein Anführer natürlich den Mut, allein dazustehen und lächerlich auszusehen. Aber was er tut, ist so einfach, dass es fast schon anleitend ist. Das ist der Schlüssel. Es muss einfach sein zu folgen. Nun, hier kommt der erste Anhänger mit einer entscheidenden Rolle. Er zeigt allen anderen öffentlich, wie man folgen kann. Beachtet, wie der Anführer ihn als Gleichberechtigten umarmt. Es geht also nicht mehr um den Anführer. Es geht um sie, Plural. Beachtet, wie er seine Freunde aufruft, mitzumachen. Er braucht Mut, um ein erster Anhänger zu sein. Man fällt auf, man lächelt danach, sich lächerlich zu machen. Erster Anhänger zu sein, ist eine unterschätzte Form der Führung. Der erste Anhänger verwandelt einen einsamen Verrückten in einen Anführer. Wenn der Anführer der Feuerstein ist, ist der erste Anhänger der Funke, der das Feuer wirklich macht. Hier ist nun der zweite Anhänger. Dies ist ein Wendepunkt. Es ist der Beweis, dass der erste gut gearbeitet hat. Jetzt ist er kein einzelner Verrückter und es ist nicht zu verrückt. 3 sind eine Menschenmenge und eine Menschenmenge ist eine Nachricht. Eine Bewegung muss öffentlich sein. Stellt sicher, dass Außenstehende mehr als nur den Anführer sehen. Jeder muss die Anhänger sehen, denn neue Anhänger eifern den Anhänger nach, nicht dem Anführer. Jetzt kommen 2 weitere Personen und sofort 3 weitere. Jetzt haben wir ein Momentum. Das ist der Wendepunkt. Und jetzt haben wir eine Bewegung. Wenn mehr Leute einsteigen, ist es nicht mehr so riskant. Wenn sie vorher zwischen den Stühlen standen, gibt es jetzt keinen Grund mehr, nicht mitzumachen. Sie werden nicht auffallen, sie werden sich nicht lächerlich machen. Und sie werden Teil der Menge sein, wenn sie sich beeilen. Und im Laufe der nächsten Minute werden sie die anderen sehen, die es vorziehen, Teil der Menge zu bleiben. Denn schließlich werden sie verspottet werden, wenn sie nicht mitmachen. Und so, meine Damen und Herren, lässt man eine Bewegung entstehen. Der erste Anhänger. Ihr müsst nicht der Typ sein, der allein da steht. Der erste Typ, der in ein Geschäft geht und der einzige ohne Maske ist. Leute wie ich werden dieser Typ sein, weil mir das Gürteltier schon gehäutet wurde. Das ist mir egal. Versteht mich nicht falsch, selbst für mich ist das manchmal immer noch nervenaufreibend. Ihr müsst nicht der erste Typ sein. Ihr könnt der zweite Typ sein. Wenn ihr das nächste Mal jemanden ohne Maske seht, nehmt eure runter. Versucht es. Denn sonst führt ihr uns nur auf den Weg zu, ich werde mir einfach einen Impfstoff besorgen, um mitzumachen und nett zu sein. Und schon bald wirst du die Menschen hängen, die die freie Wahl über ihren eigenen Körper haben wollen. Du wirst uns alle aufhängen, nur weil du glaubst, dass du etwas Nettes tust. Und es beginnt mit den Masken. Sie werden den Maßstab setzen, ob sie die Zahlen haben oder nicht, um euch ohne Grund zum Ton aufstehen zu lassen. Und sie werden keine Regel aufstellen müssen, denn alle, die nur mitmachen, um Konfrontation zu vermeiden, sind die Kraft, die das tun wird. Das wird die Freiheit für alle anderen gefährden und das nehme ich ihnen übel. Wenn du also das nächste Mal denkst, du bist ein guter Kerl, indem du eine Maske trägst, weil du nur die Ängste all der ängstlichen Menschen beschwichtigen willst, dann hast du eine Gruppe von Menschen vergessen. Und das sind Menschen wie ich, die mutig genug, kühn genug und stark genug sind, um dieser Kraft zu widerstehen, der du nachgegeben hast. Und glaub mir, du willst keine Welt ohne uns. Wir sind die Einzigen, die zwischen dir und der totalen Tyrannei stehen. Vielleicht versuchst du also nächstes Mal, anstatt zu versuchen, es den ängstlichen, schwachen Menschen recht zu machen, versuch es bitte und stell dich auf die gute Seite derer, die für deine Freiheit kämpfen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die nicht wollen, dass wir sprechen. Ich glaube, gerade jetzt werden Befehle in die Telefone geschrien und bald werden Männer mit Gewehren auf ihrem Weg sein. Warum? Denn auch wenn die Spannung vielleicht nur die Konversation anregt, werden die Worte immer ihre Kraft behalten. Worte sind die Mittel zur Bedeutung und für diejenigen, die der Verkündigung der Wahrheit zuhören. Und die Wahrheit ist, dass mit diesem Land etwas schrecklich falsch läuft. Grausamkeit und Ungerechtigkeit, Intoleranz und Depression. Und wo sie einst die Freiheit hatten, Einwände zu erheben, zu denken und zu sprechen, wie sie es für richtig hielten, haben sie jetzt Sensoren und Überwachungssysteme,
die ihre Konformität in Frage stellen. Wie ist das passiert? Wer ist schuld daran? Sicherlich gibt es diejenigen, die verantwortungsbewusster sind als andere. Sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Aber seien Sie ehrlich, wenn Sie nach den Schuldigen suchen, brauchen Sie nur in einen Spiegel zu schauen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich höre jetzt auf zu reden. Wenn euch dieses Video gefällt, hinterlasst bitte einen Daumen nach oben, bitte abonniert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, kann ich über ein Postfach in meiner Heimatstadt gefunden werden. Schaut auf meine Website amazingpolly.net. Dort findet ihr die Adresse. Ich werde einen Link dazu in der Infobox hinterlassen. Ich werde auch einen Link zu den Videos hinterlassen, die ich hier vorgestellt habe. Was kann ich euch sonst noch sagen? Ich denke, das war's. Wie ich schon sagte, abonniert, verbreitet die Botschaft und seid mutig, seid kühn. Es gibt nur einen Ausweg aus diesem scheiß neuen Normal und das bist du. Du. Wenn ich es kann, kannst du es auch. Friede sei mit euch.